Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Unsere drei Beiträge führen uns in dieser Ausgabe nach Dummersdorf bei Rostock, nach Greifswald und nach Neubrandenburg. In der Viertore-Stadt wollen wir auch beginnen und über ein junges Unternehmen berichten, das der Start-up-Phase längst erfolgreich entwachsen ist. Im Jahr 2016 gründeten die beiden Freunde Andreas Windisch und Hannes Schröder die Outness GbR. Heute, 7 Jahre später, sind Sie der Marktführer im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Aktuell zählt das Unternehmen 25 Mitarbeiter mit steigender Tendenz. Ein rasanter Aufstieg, der ohne finanzielle Unterstützung so wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Am Anfang war natürlich auch die Fördermittel und EFRE-Mittel, die wir da auch zur Unterstützung bekommen haben, insbesondere um in die Infrastruktur zu investieren, um sowohl in das Personal zu investieren, Materialien zu besorgen, um einfach auch die Basis zu legen. Ohne dem funktioniert das ganz einfach nicht. Das anfängliche Angebot der Outness GbR im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Kinder- und Seniorensport, Personal Training und, aufgrund der fehlenden Räumlichkeiten der Unternehmen, ein Programm zur Outdoor-Fitness. Das lief richtig, richtig super bis zum Jahre 2020, als dann die Corona-Pandemie eingesetzt hat. Wir waren dann glücklicherweise in der Position, uns immer wieder auch zu verändern, uns immer wieder weiterzuentwickeln. Und so war auch die Pandemie einfach auch eine Zeit, in der wir uns anpassen mussten und anpassen wollten. Wir hatten viele Projekte in der Schublade, so auch zum Beispiel unseren Podcast zum Thema des betrieblichen Gesundheitsmanagements, den wir dann auch auspacken konnten und die zeitlichen Ressourcen endlich hatten, das Ganze umzusetzen. Seit 3 Jahren gibt es den Podcast mit Themen rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement und erfreut sich unter den Hörern steigender Beliebtheit. Inzwischen hören über 25.000 Leute diesen Podcast, der wöchentlich 2-mal erscheint, in Audio-, in Videoformat. Und das Ganze hat jetzt auch dazu geführt, dass wir unser erstes eigenes Buch zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement veröffentlicht haben und uns ausschließlich nur noch auf das Themengebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements spezialisieren und fokussieren. Das Buch ist entstanden aus der Praxis für die Praxis. Kein dicker Wälzer, sondern in einem übersichtlichen 30-Minuten-Format. Für all diejenigen, die sich für das Thema interessieren, ist es die optimale Lektüre, um sich schnell und einfach einen Überblick zu verschaffen. Unser Ziel ist es, bis 2030 insgesamt 1 Million Beschäftigte zu glücklicheren, motivierteren und produktiveren Mitarbeitern umzutransformieren. Und da ist natürlich auch das Buch ein Tool, um einfach die Reichweite zu vergrößern und da einfach auch mehr Leute zu erreichen. Ob Einsteiger oder Profis, das Buch 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement ist für jeden geeignet und ab sofort überall dort erhältlich, wo es Bücher zu kaufen gibt. Von betrieblichem Gesundheitsmanagement jetzt zu Informationsmanagement. Wir schauen dazu auf das Thema ÖPNV und nach Greifswald. Der öffentliche Nahverkehr kann gerade für Personen, die ihn nicht regelmäßig nutzen, sehr verwirrend sein. Buspläne mit vielen Zahlen und kleinen Buchstaben, die dann doch wieder alles verändern. Um es denen, die das Netz nutzen, ein wenig leichter zu machen, installierten die Verkehrsbetriebe Greifswald Informationstafeln. Das digitale Fahrgastinformationssystem, auch kurz DFI genannt, wurde hier in Greifswald mit dem Neubau des ZOBs eingeführt und seitdem sukzessive von uns weiterentwickelt. Seit 2012 statteten die Verkehrsbetriebe pro Jahr 1 bis 2 Haltestellen mit diesem System aus. Genutzt wurden dabei eigene Mittel. Seit einigen Jahren beteiligt sich auch die Europäische Union daran. Im Jahre 2019 haben wir dann einen größeren Wurf gestartet, indem wir einen Fördermittelantrag gestellt haben zur Erweiterung der DFIs hier im Stadtgebiet, dass wir dann das gesamte System um 12 weitere Standorte erweitert haben mit digitalen Anzeigen und zusätzlich im Elisenpark auch einen Innenmonitor. Diese Erweiterung kostete insgesamt 250.000 Euro und 75% davon stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
So sind die Fahrgäste nun noch an 12 weiteren Standorten so gut wie möglich informiert. Diese Informationen, die an der Haltestelle dann verfügbar sind, das sind die Echtzeitdaten aus unserem rechnergestützten Betriebsleitsystem. Falls es dort zu irgendwelchen Ausfällen kommt, ist als Fallback immer der statische Fahrplan hinterlegt. So dass der Fahrgast, wenn er an die Haltestelle kommt, immer sieht, okay, der nächste Bus fährt in 3 Minuten. Wenn er nicht so häufig fährt, dann braucht er diese Informationen. Und eine große, deutliche Anzeige ist auch für vor allem für Ältere sehr von Bedeutung, damit sie sich gut orientieren können und nicht den kleinen Fahrplan am Aushang in der Haltestelle lesen müssen. Die gelben Anzeigetafeln haben zusätzlich den Vorteil, immer aktuell über Störungen oder andere wichtige Ereignisse zu informieren. Insgesamt befinden sich die Systeme an 30 Haltestellen in der Hansestadt. Vor den Toren einer anderen Hansestadt, der größten Stadt in unserem Land, Rostock, liegt die Gemeinde Dummersdorf. Unser letzter Beitrag in diesem Magazin berichtet jetzt von dort. Dummersdorf ist das Zentrum einer florierenden Gemeinde. Durch die unmittelbare Anbindung an die Autobahnen A19 Richtung Berlin und gen Norden in den Überseehafen und somit auch nach Skandinavien und der A20 Richtung Lübeck und Hamburg sowie in die Gegenrichtung Stralsund und Polen ein sehr interessanter Ort für Gewerbe. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung hat die Ansiedlung von Großkonzernen wie Online-Händler Amazon oder Norma erst möglich gemacht. Diese Ansiedlungen schaffen Arbeitsplätze und lässt die Kassen der Gemeinde klingeln. Eingenommenes Geld kommt den Bewohnern wiederum zugute, denn vor den Toren Rostocks lebt es sich ebenfalls sehr schön ländlich, aber doch in unmittelbarer Nachbarschaft zur größten Stadt des Landes, Rostock. Und die Gemeinde tut etwas für den Klimaschutz. So wurden in 2 Schritten nahezu sämtliche Beleuchtungen auf energieeffiziente LED umgerüstet. Fördermittel sind ja eben auch ein Instrument eines Anschubes, so ein bisschen. So dass wir eben auch ungefördert im Gemeindegebiet einige Bereiche umgerüstet haben, die gerade dann eben teilweise erneuert wurden, also wo wir Teilerneuerungen hatten, wo wir dann einen ganzen Ring umgestellt haben, beziehungsweise alles, was bei uns derzeit dann eben nach dem Ende der Nutzungsdauer, also kaputt ist, wird eben nicht mehr in alt erneuert, sondern wird eben auf LED umgestellt. Dafür gibt es die technischen Möglichkeiten, die auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Also von daher sind wir weit über diese 200 Lichtpunkte hinaus in den letzten Jahren. Und wir merken es tatsächlich eben auch dann wirklich eben bei den Abrechnungen Strom, dass es sich dann eben auch tatsächlich wirklich rechnet. Bei der Umrüstung der Beleuchtung auf LED half der Europäische Fonds für regionale Entwicklung entscheidend mit. Ohne die Unterstützung wäre diese Maßnahme sicher noch nicht umgesetzt worden. Es war schon ganz, ganz wichtig, dass es eine Anschubfinanzierung, eine Projektanschub gab, der dann eben auch die Diskussion angeschoben hat, nämlich die Diskussion in der Gemeindevertretung, viel Geld auszugeben, was aber dann eben gar nicht so viel war mit Unterstützung dann eben der Europäischen Union, sondern eben auch diese, nur die Diskussion darüber und sich mal damit auseinanderzusetzen, was kann ich an CO2 einsparen, auch wenn das schlecht, das kann sich, ist in aller Munde, kann sich jeder vorstellen, aber greifen kann es trotzdem keiner. Aber dann eben, was das dann eben auch tatsächlich in Euro und Cent ausmacht, im weiteren Betrieb der Anlagen. Und das war für den Anschub dieses oder solcher Projekte ganz, ganz wichtig. Durch die Umrüstung der Beleuchtung auf LED und der damit verbundenen Einsparung im Haushalt werden Mittel für andere Projekte frei, die der Bevölkerung zugutekommen. Eine Win-Win-Situation für alle, vor allem aber für den Klimaschutz. Soweit unsere 3 Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Mehr Beiträge haben wir dann in der nächsten Ausgabe für Sie ab dem 28. April. Wirtschaftsfenster MV.